Svenja Schulze und NGOs sind stocksauer. Das haben wir euch schon berichtet, aber durchaus gibt es anscheinend jetzt eine neue Eskalationsstufe zwischen Christian Lindner, Svenja Schulze und NGOs mit Blick auf die Entwicklungshilfe, die Deutschland ja zahlen soll. Denn Christian Lindner hat ja den Sparzwang ein bisschen erhöht, wo man ganz klar sagen kann, das geht zulasten aller. Wir schauen uns das natürlich mal an und vor allem auch die spannende Frage, wo geht denn eigentlich so ein Geld hin? Und vor allem, was sagt denn unser Fake-Fuchs vom BR hier dazu? Und vor allem auch die spannende Frage, wieso wächst das eigentlich so enorm an? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und ja, die Entwicklungshilfe ist ja durchaus höchst umstritten mittlerweile. Mit aktuellen Umfragen, die ich euch auch gleich zeigen werde, ist es ja so, dass man ganz klar sagt, hier ist durchaus nicht mehr gut Kirschen essen mit dem Steuerzahler, denn man sagt, hey, warum werden bei uns die Steuern erhöht, wenn gleichzeitig an dieser Stelle Gelder ins Ausland gepumpt werden? Wir sprechen hier über etwas mehr als 30 Milliarden, beziehungsweise jetzt mittlerweile laut offiziellen Zahlen, oder hier knapp 30 Milliarden, 27,76. Aber in dem Zusammenhang ist es trotzdem so, dass das nicht alle Ministerien, ja sag ich mal, hier mit einbauen in das Entwicklungsministerium, sondern es ja auch Punkte gibt, wo man ganz klar sagt, hier gibt es einige andere Zahlen, die nicht so ganz veröffentlicht werden. Und hier, wie gesagt, aktuell auch die Sache, die Schmerzgrenze deutlich erreicht. Ein aktueller Bericht hier von im Grunde der Frankfurter Rundschau zu diesem Thema, wo man ganz klar sagt, der Sparkurs trifft jetzt auch die Entwicklungshilfe. Und zwar in einem Brief aus dem Finanzministerium wurde Schulzes Ministerium eine Ausgabengrenze von 9,8 Milliarden für das kommende Jahr, Haushaltsjahr 2025, gesetzt. Das berichtet ja bereits die SZ und im laufenden Jahr hat das Entwicklungsministerium ein Etat von 11,2 Milliarden. Mitte März wurde hier, wie gesagt, bereits das sehr deutlich. Sie werde sich energisch gegen Kürzungen stellen, denn für sie sei bereits im laufenden Haushalt die Schmerzgrenze erreicht. Svenja Schulze, wie gesagt, die eiernde Spezialistin, wenn es ums Geldverteilen geht. Plus an der Stelle natürlich auch Annalena Baerbock, bei der es auch immer teuer wird, wenn sie reist. Jetzt ist es so, muss sagen, jetzt werden viele sagen, ja, aber Roland, hast du gerade was von 27 Milliarden gesagt. Genau richtig, denn ein Punkt ist an der Stelle auch, dass natürlich hier das Entwicklungsministerium so bloß ein Teil des Ganzen ist. Denn das Entwicklungsministerium hat einen Teil der Tätigkeiten, aber im Großen und Ganzen auch die anderen Ministerien steuern hier etwas bei und sagen, okay, das läuft dann im Grunde in den Haushalt von diesem Ministerium und nicht entsprechend in das Entwicklungsministerium. Und hier ist es dann ganz klar, dass immer wieder aufgeführt wird, ja, Deutschland habe sich doch verpflichtet, hier 0,7% der deutschen Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe auszugeben. Ja, das ist ein Punkt, wo man auch immer wieder darauf stößt, wo man sagt, das ist dann diese moralische, ethische Verpflichtung, wo wir auch später noch drauf kommen, wo man sich die Frage stellt, ja, haben wir die eigentlich? Denn die moralische Verantwortung, die hier immer wieder gerne aufgeworfen wird, bedeutet natürlich auch, es muss hier trotzdem eine Gegenleistung her. Und da kommen wir jetzt gleich dazu, vor allem, wo das Geld hinwandert. Die NGO-Chefs sind natürlich hier relativ sauer, denn zum Beispiel hier von der Nichtregierungsorganisation übrigens, kann man im Grunde hier Regierungsorganisationen immer draus machen, weil ganz wichtig, welche NGO von Steuergeldern lebt, ist hier von der Regierung abhängig. Das wird auch immer gerne hier verwechselt. Das heißt nicht Regierung, aber im Grunde kann man das streichen. Also eine Regierungsorganisation ohne wurde auf NZ-Nachfrage noch deutlicher als Schulze. One-Europa-Chef Stefan Exu-Kreischer sprach von einem Kahlschlag, der auf mangelndes weltpolitisches Verständnis des Wirtschaftsministers hindeutet. Während Lindner immer weitere Politikfelder auf dem Altar der Schuldenbremse opfere, verliere Deutschland in Afrika einen Partner nach dem anderen. Und dann wird immer, wie gesagt, hier von Chinas neuer Seidenstraße gesprochen. Aber da muss man ganz klar sagen, hier vergleicht man wieder Äpfel mit Birnen und das ist wirklich ein Äpfel- und Birnenvergleich. China hat eine andere sozialpolitische Struktur als wir und bei denen ist es nun mal ein im Grunde hier planwirtschaftlicher Kapitalismus, der hier vorhanden ist und wir entfernen uns natürlich in Deutschland mit unserer Sozialpolitik immer weiter ganz einfach von der entsprechenden Marktwirtschaft und geben vor, wo das Geld hinfließen soll. Wie gesagt, man könnte ja, wenn man wollen würde, an der Stelle viele dieser Gelder schlicht und ergreifend freistellen, wenn wir nicht so ein natürlich aufgeblähtes System haben. Ich habe es euch auch vor ein paar Wochen schon mal vorgestellt, wieso das Verhältnis ist. Also zum Beispiel der kommunistische Volkskongress oder der chinesische Volkskongress, das ist ja, sage ich mal, das Parlament im Großen und Ganzen in China. Und dort ist es so, die haben auf 1,3 Milliarden Menschen
3000 Abgeordnete, die natürlich politisch, naja, wie gesagt, vielleicht nicht so viel zu melden haben, aber bloß mal so weit. Im Vergleich dazu Deutschland 80 Millionen, wir haben 700, ich glaube 38 oder 35 Bundestagsabgeordnete. Das heißt, wir haben ein Drittel dessen, was China hat, aber im Grunde auf nicht mal ein Zehntel der im Grunde Bevölkerung. Und da merkt man auch schon, wo hier einfach Gelder versickern. Also ich kann, wie gesagt, das mit dem Thema Entwicklungsarbeit bis zum gewissen Punkt ja nachvollziehen, wenn es sinnvoll wäre. Aber, wie gesagt, an der Stelle ist wieder das Thema, wir müssen den Bogen schlagen. Und der Bogen wird im Grunde geschlagen, hier mit Blick darauf, auf die Entwicklung. Nicht nur die Entwicklung der Hilfe, sondern auch die Entwicklung der Entwicklungshilfe. Wo man sagt, hier haben wir 2004 einen massiven Anstieg gehabt, der dann nach oben ging. Dann 2015, der nächste Sprung, das war ja hauptsächlich das Flüchtlingskrise-Thema. Und dann hier das Aufkommen im Großen und Ganzen der neuen Welle mit Blick auf Corona und Ähnlichem. Plus dann die 2 Milliarden mehr durch das im Grunde Bundesministerium für Entwicklung, dann 2021. Weiter geht es natürlich aber auch um das Spannende, bevor wir jetzt in das Thema reinsteigen, was ich ja noch kurz den Aberfuchs erwähnen. Andere kennen ihn als Faktenfuchs, ich nenne ihn immer den Aberfuchs, denn immer wenn es um wirklich interessante Themen geht, dann im Großen und Ganzen muss man sagen, hier zum Beispiel. Also hier ist es immer relativ spannend, wo man dann sagt, okay, das Relativieren, Radwege schützen das Klima, schreibt das Ministerium in dem Artikel. In Peru ist der Verkehr laut BMZ einer der Hauptverursacher von Treibhausgasen, Klimaschutz helfe auch den Menschen in Deutschland. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt, aber spannenderweise, solche Erklärungen findet man immer nur bei Themen, die auch hier den Öffentlich-Rechtlichen passen. Ebenso natürlich das Entwicklungsministerium und das durch die enge Verflechtung der Weltwirtschaftssysteme wird unsere Volkswirtschaft von Krisen in anderen Ländern und Regionen stark beeinflusst. Hier vor allem natürlich aber auch Krisen, die wir selber starten, denn wie gesagt, wir beteiligen uns ja irgendwie gefühlt an allem. Wie gesagt, man muss hier nicht anti-amerikanisch unterwegs sein. Aber ganz klar ist, wenn der Chef Joe Biden sagt, dann wird im Grunde in Berlin das auch gemacht. Denn wie gesagt, hier ist es schon so, dass man sagt, könnte man sich eigentlich auch sparen und schlichtweg einfach sich um sich selbst kümmern. Oder auch, wenn, wie gesagt, hier Ursula von der Leyen auch was sagt, was natürlich, wie gesagt, bei ihr grundsätzlich nie von im Grunde nachhaltiger Kompetenz spricht, weil, wie gesagt, ihr Amt hat sie auch nicht aufgrund von Kompetenz, dann wird hier wieder umverteilt in der EU. Ganz klar ist aber trotzdem, ist es hier diese heiße Debatte, ist ja nicht neu, wie gesagt, auch Anfang des Jahres ging es ja los, hier das Verschleudern unserer Steuergelder in alle Welt ist für mich ein Verbrechen und das ist hier wirklich das Thema mit 11,2 Milliarden, wo auch hier dieser Kommentar relativ spannend ist und hier habe ich euch das mal zusammengesucht, was denn hier so für Aussagen auch von einigen Kommentatoren sind, hier natürlich Dr. Ziedelmann, hier Herr Zimmer. Deutschland, ein reiches Land für viele Bürger, die in ihren Wohnungen frieren müssen, sich nicht ordentlich ernähren können, werden das ganz anders sehen. Armut ist direkt nebenan. Wie wäre es mal mit Armutsbekämpfung im Inland? Und für unser Land bleibt nichts übrig. Wie gesagt, auch das wird das Thema Steuergelder. Die verschleudern unsere Steuergelder in aller Welt. Für mich ist das ein Verbrechen. Deutschland ist kein reiches Land. Wir haben Schulden, marode Straßen, Schulen, Krankenhäuser etc. Das Geld fehlt überall bei uns. Und was für eine unglaubliche Sauerei. Ähnlich natürlich mit dem Thema Rentner. Und hier, wie gesagt, meine Lieblingsstatistik immer noch hier, diese CVA-Umfrage von Focus Online zum Thema mehr als zwei Drittel der Deutschen wollen, dass die Entwicklungshilfe reduziert wird. 60% sagen ganz klar, plus die 11% hier eher reduzieren, 71% sagen dann hier eher reduzieren oder eindeutig reduzieren. Auf aktuellem Stand sagen 8% eher ausbauen, 5% eindeutig ausbauen, weitere 5%. Und hier ist es dann so, dass das Thema, wie gesagt, geht noch weiter. Es sind sehr, sehr viele Kommentare, kann man sich gerne mal durchlesen. Aber spannend ist immer noch die Projekte. Und hier muss ich ganz klar sagen, hier gibt es natürlich die großen Projekte. Na, jetzt ist natürlich wieder das Video hier. Genau. Jetzt finde ich es nicht mehr. Genau, richtig. Zum Beispiel die Aussage hier, deutsche Entwicklungshilfe für eine Atommacht und Energieriesen. Ja, das ist im Grunde hier mit Indien. Indien fliegt zum Mond und unterhält ein großes atomares Waffenarsenal. Dass Deutschland hier noch Milliarden Entwicklungshilfe hineinpumpt, mutet wie ein Schildbürgerstreich an. Dann natürlich geht es weiter. Habecks Südafrika-Besuch trotz Finanzskandal und Stromausfällen. Hier gesagt geht es dann weiter. Ein 33 Millionen Euro Geschenk. Internationale Klimaschutzhilfe. Geld für Klimaschutz. Fragwürdige Arbeit bei GIZ. Das ist natürlich auch ein Thema bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und hier unten gab es dann noch Klimaschutz in Asien. Auch natürlich dasselbe Thema. Fragwürdig Präsidenten natürlich mit
die, ja, sag ich mal, politisch durchaus fragwürdig. Aber wie gesagt, wenn irgendein Land anscheinend jetzt bei uns anklopft, also ich bin mittlerweile auch im Überlegen, ob ich nicht hier, was weiß ich, das unabhängige Land von Lappersdorf aufrufe, was weiß ich, mein Grundstück hierher nehme und sage, hey, ich pflanze einen Baum, alles Klimaschutz, 1 Milliarde bitte. Da kann man ganz klar sagen, der deutsche Steuerzahler kann so am leichtesten abgezockt werden. Und wie gesagt, unsere Politiker, vor allem auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, Annalena Baerbock, Svenja Schulze und vor allem auch diejenigen, jetzt der war Lars Klingbeil erst in Südafrika und hat auch gesagt, wir müssen dort wieder mehr investieren. Übrigens auch da 4 Billionen laut einer Studie wurden seit 1960 dort versenkt und die Länder, in denen heute dort, sag ich mal, das Geld hingepumpt worden ist, denen geht es heute teilweise genauso schlecht wie vor über 60 Jahren. Und da muss man ganz klar sagen, Entwicklungshilfe ist eigentlich eher eine Behinderungshilfe oder natürlich führt dazu, dass schlichtweg einfach die Länder behindert werden in ihrem Wachstum. Denn wie gesagt, Wachstum entsteht nur durch Entwicklung und nicht durch eine Hilfe bei der Entwicklung. Denn wie gesagt, dazu würde es auch natürlich notwendigerweise so sein, dass man am Ende davon profitiert. Und das tun wir nämlich zum Beispiel auch nicht mal mit einem Argument, was immer gerne kommt, mit Blick auf Klima. Oder zum Beispiel natürlich auch an der Stelle hier, ja, sag ich mal, der Bereich Flüchtlingssituation bzw. Klima, wo man sagt, ja, aber das Klima muss dort unten gerettet werden. Naja, das Problem ist aber auch, dass wir zum Beispiel hier alle unsere Autos, die wir nicht mehr haben, durch Abwrackprämien und Ähnliches gerade ins Ausland verkaufen und dort fahren sie dann eben ohne Dieselfilter, ohne was weiß ich, sonstige Systeme weiter. Und teilweise, wenn man sich da anschaut, da gab es, glaube ich, auch über Afrika, ich weiß nicht, ob es Afrika oder Indien war, über einen Taxifahrer, ist eine sehr gute Berichterstattung. Der ist der Taxifahrer, der ist dort seit 40 Jahren Taxifahrer und hat im Grunde damals einen gebrauchten Mercedes übernommen, Benziner, glaube ich, wie gesagt, Diesel, wie gesagt, technisch, hier bin ich nicht ganz so tief da drin, hat er im Großen und Ganzen und fährt den seit 40 Jahren, fährt er dort mit seinem Taxi. Und das Lustige ist, der hat schon über Hunderttausende von Kilometern, ich glaube sogar weit mehr drauf und da sagt er im Großen und Ganzen, ist es schön, dass im Grunde wir hier im Grunde immer unsere, sag ich mal, super funktionierenden Autos ins Ausland verkaufen, nur weil sie fürs Klima nicht passen. Ebenso natürlich das Thema Flüchtlingshilfe, habe ich jetzt vor kurzem einen kleinen Artikel dazu gelesen, dass im Grunde alle diese Länder, denen wir aufgrund der Flüchtlingskrise jetzt Gelder hinterher schmeißen und sagen, ihr nehmt die Flüchtlinge wieder zurück, ihr nehmt die Flüchtlinge auf, sonstiges, halten sich aber zum Teil nicht dran. Dementsprechend auch hier das Thema nicht so, dass man damit Probleme bekämpfen würde.